Wir fordern einen Einblick in die Listen der Selektoren der NSA, mindestens für ausgewählte Vertreter des Untersuchungsausschusses. Es muss ein geeignetes Verfahren gefunden werden, um überprüfen und kontrollieren zu können, in welcher Art und Weise hier Anfragen an den BND gerichtet worden sind, die nicht nach deutschem Gesetz oder nicht nach den Vereinbarungen zwischen Deutschland und USA hinlänglich abgedeckt sind. Es geht hier in keinster Weise darum, irgendetwas für oder gegen USA zu tun. Es geht uns nicht um irgendwelche profanen Formen von Anti-Amerikanismus. Es geht uns schlicht und ergreifend um die Aufklärung in der Sache. Und ich will noch mal sagen, was wir als aufklärungsrelevant erachten. Hat sich der BND an Recht und Gesetz gehalten? Das ist die erste Frage. Zweite Frage ist, wie arg hat das Kanzleramt eigentlich seine Aufsicht gegenüber dem BND tatsächlich vollzogen, beziehungsweise worin liegt das Versagen? Und wie groß ist dieser Kontrollverlust eigentlich? Wir haben in der Parteivorstandssitzung beim politischen Bericht sehr stark darüber diskutiert, dass die Umstände über unsere Nachrichtendienste und wie unser Koalitionspartner SPD damit umgeht, inakzeptabel ist. Ich habe ja selbst gesagt, dass die eigentliche Staatsaffäre ist, dass der Vizekanzler Gabriel Parteipolitik macht. Wir stellen uns eine Arbeit, eine verantwortungsvolle Regierungsarbeit, gerade wenn es über sehr wichtige Themen um die Sicherheit in unserem Staat geht und die Bekämpfung des weltweiten Terrors, dass man die Partnerschaft zwischen den Diensten in der westlichen Welt schätzt, dass man auch weiß, dass zusammengearbeitet werden muss. Es gab ja auch den Auftrag an die Dienste, dass vor allem Schutz gegenüber unseren Bundeswehrangehörigen im Ausland gewährleistet wird. Dort hat der Nachrichtendienst mehrere Übergriffe und Terroraktionen verhindert. Das muss man in dieser Diskussion auch sagen. Natürlich wollen wir auch, dass auf dem parlamentarischen Wege die offenen Fragen geklärt werden. Aber für die CSU ist auch ganz klar, dass wir uns von der SPD erwarten, dass wieder seriös Regierungsarbeit gemacht wird und nicht Parteipolitik. Das geht weit über das ertragbare Maß hinaus, was übers Wochenende hierzu diskutiert wurde. Die BND-Affäre hängt derzeit wie ein dicker Mühlstein an der Großen Koalition. Und das ist tatsächlich eine Koalitionsaffäre, die sich, um bei den Worten des Vizekanzlers zu bleiben, zu einer Staatsaffäre ausweiten kann, wenn die Kanzlerin nicht endlich die Interessen der deutschen Bürgerinnen und Bürger, die Interessen der Unternehmerinnen und Unternehmer und die Interessen der europäischen Partner vertritt. Es hat nichts mit Augenhöhe zu den Amerikanern zu tun, wenn man die eigenen Interessen unterflügt, wenn man sich nicht dafür einsetzt, dass bei uns die Bürgerrechte gestärkt werden, statt sie weiter zu schleifen. Das heißt, wir verlangen, dass die geheime Suchliste oder die geheime Liste von Suchworten in dieser Woche vorgelegt wird, und zwar umfassend, nicht nur Eckpunkte dafür. Wir verlangen, dass die Kanzlerin sich dafür einsetzt, dass diese Suchbegriffe dem Ausschuss vorgelegt werden, dass er geprüft werden kann, dass wir uns nicht weiter hinter den Amerikanern verstecken. Der BND-Skandal ist mittlerweile nicht nur eine Krise der Geheimdienste und dem Umgang mit den deutschen Geheimdiensten und den internationalen Geheimdiensten, sondern dieses Thema ist längst zu einer Krise der Großen Koalition geworden. Das ist unübersehbar. Und wir haben nicht nur eine Vertrauenskrise in das Agieren der Bundesregierung und das Agieren des Bundesnachrichtendienstes, sondern es ist, glaube ich, nicht übertrieben, dass wir über eine Krise der Demokratie in der Bundesrepublik reden. Das, was die Union und damit auch die Bundeskanzlerin gegenüber den Vereinigten Staaten im Moment tun bzw. nicht tun, ist aus meiner Sicht Beihilfe zum Verfassungsbruch. Hier werden Grundrechte massiv verletzt, und ich vermisse ein deutliches Agieren der Bundesregierung und ein Einschreiten
der Bundesregierung gegen diese Grundrechtsverletzung.